Hallo und herzlich willkommen zurück zu Star Stable und zu einer neuen Folge mit Layla und Far Cry. Wir werden heute hier ein bisschen in Moorland questen, so ein paar Nebenquests machen, denn die sind ganz, ganz wichtig, um weiterzukommen und neue Gebiete freizuschalten. Deswegen, ich glaube, Josh möchte uns nur vom Ken Western erzählen. Genau, hörst du die Erklärung an? Nein, Josh, denn Layla habe ich wirklich nur zum Questen da. Und nicht um andere amüsante Sachen zu machen, muss ich gestehen, es ist halt wirklich so. Und wir müssen hier auch noch ein paar Senf freischalten und so weiter und so fort, aber auch das gehört alles dazu. Ich habe so lange gespart, um neue Reitkleidung zu kaufen und jetzt ist all mein Geld weg. Ich muss was verloren haben. Irgendwo muss es hier sein. Kannst du mir bitte suchen helfen? Es gibt drei Orte, an denen ich das Geld verloren haben könnte. Einer ist die Koppel hier neben mir. In der Nähe des Heus. Oder ich habe es während des Mittagessens verloren. Ich saß beim Steg am Wasser südlich von Frau Holzbus Haus. Auf dem Rückweg habe ich Frau Holzbus besucht und könnte das Geld ebenfalls dort verloren haben. Wir saßen auf der Bank in ihrem Kirschbaumgarten. Okay, kein Problem. Dann suchen wir mal für Tan hier ein bisschen rum. Das können wir auch machen. Und Leveln ist halt auch ganz wichtig. Eine große Voraussetzung, um weiterzukommen. Und mein nächstes Ziel ist es tatsächlich, Golden Hills freizuschalten. Aber dafür muss ich mindestens Level 12 erreicht haben. Wobei es jetzt nicht mehr so lange dauert. Level 11 ist bald. Und ich denke mal, wenn man Level 11 hat, dann ist man auch bald Level 12. Von daher, ja, ein bisschen dauert es noch, aber auch nicht mehr so lange. Das kann wahrscheinlich schon relativ schnell gehen, hoffe ich zumindest. Und währenddessen kann ich halt die ganzen wunderbaren Quests machen, die ich schon seit Jahren nicht mehr gemacht habe. Und deswegen habe ich ja überhaupt die Layla, um die ganze Story nochmal von vorne zu erleben. Und vor allem jetzt, wo so viel überarbeitet worden ist. Ich glaube, es ist, richtig, richtig spannend. Und ich freue mich immer noch drauf. Jetzt habe ich ja noch 2 Monate Star Rider. Mal gucken, wie weit ich komme. So, zurück zu Tan, denn wir haben hier ein bisschen was gefunden. Und dann mal gucken, wie viel XP das gibt. Ich bin gespannt. Es fehlen nicht mehr ganz 1000 zum Level Up. Okay, hier haben wir auch noch. Wir nehmen so viel immer an, wie es geht, wie viel wir in eine Folge reinkriegen. So, hallo Tan. Verlorenes Geld. Du hast es nicht gefunden, typisch, aber trotzdem danke. Wie konnte ich nur so unachtsam sein? Ich muss noch irgendwo anders gewesen sein. Na, wo warst du denn? Vielleicht auf dem Weg zum Schmied. Ich war bei Konrad, weißt du, hat mir geholfen, meine Hufeisen zu reparieren. Ich habe mein Geld eventuell auf dem Rückweg verloren, als ich ein wenig schneller geritten bin. Suche auf dem Weg zu Konrad. Okay, ich spreche mit ihm, um zu fragen, ob er mehr darüber weiß. Ja, auch eine sehr gute Idee, denn auch Konrad ist eine sehr große Schlüsselperson hier, die wir brauchen später, um nach Golden Hills zu kommen. Deswegen können wir gleich mal gucken, ob er noch mehrere Quests hat oder ob das jetzt erstmal nur der Anfang ist bei den Quests. Denn das baut ja alles so ein bisschen auch aufeinander auf. Okay, nichts Interessantes gefunden. Nichts da, absolut gar nichts, kein Problem, weiter geht's. So, jetzt bin ich auch gespannt, wie es mit Konrad aussieht. Ja, ich glaube generell, dass wir hier erstmal nichts finden. Okay, da ist es auch nur blau bei ihm. Bis jetzt. Bis jetzt, hallo. Genau, Feuer für den Schmiedeofen haben wir hier nur. Warte mal, was ist das? Pass auf, das Feuer ist fast erloschen und ich kann die Schmiede gerade nicht verlassen. Bitte hilf mir, das Holz zu finden, sodass die Glut weiter antreiben kann. Holz trocknen muss im Wald voll von Holz schalten. Molanstelle. Machen wir jetzt aber nicht. Das ist nicht ganz so wichtig dafür. Aber ja, Molanstelle muss man auch wirklich leveln. Das ist auch wichtig. Hallo Layla. Oh, Tan hat ihr Geld verloren. Das tut mir leid. Ich weiß leider auch nichts darüber. Ich befürchte, dass du zu ihr zurückreiten musst, um es ihr zu sagen. Okay. Alles klar. Tut mir leid, Tan. Haben es immer noch nicht gefunden. Aber wer weiß, vielleicht hat es ja schon jemand aufgehoben. Und wie gesagt, ich weiß von den Quests überhaupt nichts mehr. Es ist sowas von weg. Es ist schon so viele Jahre her, dass ich das gemacht habe. Und ich kann mich wirklich immer an nichts erinnern. Es ist fast für mich, als ob ich das alles nochmal von vorne mache. Ich habe nachgedacht und mir ist eingefallen, dass ich auch in Silverglade war. Kannst du mir helfen, dort zu suchen? Das wäre super nett. Okay, Seite nach Silverglade. Okay, was tut man nicht alles für Tan? Wir reiten sogar bis nach Silverglade.
Ich hoffe, dafür gibt es dann auch ganz schön viel XP. Das wäre super. Ich habe auch noch keinen, gar nicht gelevelt mit Far Cry oder so. Aber das kommt generell bei Layla immer ein bisschen zu kurz, das ganze Leveln und sowas. Denn ich mache halt wirklich immer nur die Quests. Hab ja auch noch Mandy und da muss ich ja auch noch mit den Pferden immer leveln. Ja, zwei Accounts Pferde leveln ist halt echt hart. Ich weiß nicht, wie euch das geht. Also alle, die vielleicht zwei Accounts haben, wie macht ihr das? Oder macht, levelt ihr dann nur noch? Ich meine, das ist ja echt zeitintensiv, wenn man zwei Accounts leveln möchte. Das ist schon krass. Okay, gucken wir mal, ob hier das Geld irgendwo ist. Und es ist so krass, dass alles voller Quests ist. Also ich habe richtig viel zu tun. Okay, hier ist der erste Punkt. Mal gucken. Hi, haben Sie das Geld gesehen? Star Snacks finde ich auch lustig. Nichts gefunden. Okay. Ein Punkt ist hier noch irgendwo. Wo ist er denn? Irgendwo hier vorne muss das sein. Ah, da. Und? Auch nichts gefunden. Ah, Friseur? Vorm Friseur oder im Friseur ist natürlich die Frage. Vorm Friseur, okay. Nichts gefunden. Oh, verdammt. Aber Anforderungen erfüllt. Naja, okay. Dann gibt es anscheinend nicht... Kein Geld mehr. Kein Geld mehr für Tannen. Verloren. Das ist natürlich immer schade. Also generell ist es wirklich schade, wenn man Geld verliert. Ey, das ist so ärgerlich. Aber ich überlege, habe ich überhaupt schon mal wirklich Geld verloren? Ich glaube nicht. Ich glaube, da habe ich eigentlich immer Glück gehabt. Da habe ich eigentlich immer ganz gut aufgepasst. Ja, mir ist zumindest jetzt so spontan keine Situation von mir bekannt, dass ich mal Geld verloren habe. Das ist auch doof. Einzige Situation, die für mich bekannt sind, ist, dass das Geld viel zu schnell weg ist. Und ich mich dann frage, warum ist es schon weg? Wie kann das denn sein? Und dann rechne ich nach und denke, oh, ach so. Ach so geht das. Ja, das geht natürlich schnell manchmal. Dann kauft man hier mal eine Kleinigkeit und da mal eine Kleinigkeit. Und schon, zack, war's das. Okay, Tani. Mal gucken. Mal schauen, was sie sagt. Oh ja, auch Silber. Was? Kein Geld im Dorf? Oh, das geht mir auf die Nerven. Wo kann ich nur gewesen sein? Eine gute Frage. Ja, mir ist eingefallen, dass ich beim Leuchtturm war. Du weißt schon, der groß-grün-weiße Leuchtturm östlich der Mulan-Stelle und südlich von Jaspers Scheune. Ich war dort, um die Aussicht zu genießen. Das Geld muss dort sein. Könntest du bitte dort für mich nachschauen? Du müsstest überall um den Leuchtturm suchen. Okay, auch das machen wir noch. Gar kein Problem. Es gibt ja immerhin immer ein bisschen XP. 150 haben wir jetzt schon eingesammelt. Ja, so läppert sich das mit der Zeit immer ein bisschen. Ist auch ein tolles Wort, oder? Läppern. Ich glaube, das habe ich voll von meinen Eltern übernommen. Weil ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob das sonst irgendwelche Leute in meiner Umgebung hier sagen. Ich glaube, das ist auch eher so ein Wort, das aus dem Norden kommt. Weil, wie gesagt, ich höre das hier in der Gegend, wo ich jetzt momentan wohne, überhaupt nicht. Aber könnt ihr mir sehr gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr das auch so ausdrückt. Oder, ob ihr aus bestimmten Regionen kommt und das gar nicht kennt. Okay, nichts gefunden. Was ist hier hingeweht, wenn es Scheinchen sind? Nein. Okay, letzter Punkt, letzte Chance. Da kommt Tan aber ganz schön rum, ne? Muss man schon sagen. Nichts gefunden. Es tut mir leid. Es tut mir so leid. Auch hier nichts gefunden. Unglaublich. Und dann wieder zurück. Übrigens überlege ich, ob ich das Intro von Mandy auch für Layla benutze. Ich weiß es nicht, denn für Layla habe ich noch kein Intro. Und da wird es wahrscheinlich noch ein bisschen dauern, bis ich da ein Intro hinbekomme. Weil das ist immer ein bisschen... Dauert ja immer ein bisschen, das Ganze.
Und da ich die Tage oder jetzt auch die letzten Tage immer so viel gearbeitet habe, habe ich es nicht geschafft, mich irgendwie mal 1, 2 Stunden so ganz in Ruhe hinzusetzen, um ein Intro oder sowas zu machen, was ein bisschen zeitintensiver ist. Das ist dann immer ein bisschen ärgerlich. Und heute ist bei mir Sonntag. Kein Stream, ja. Aber dafür nehme ich die Folge jetzt auf. Was? Nicht dort, aber das ist der letzte Ort, der mir eingefallen ist. Was, wenn es gestohlen wurde? Oh nein, da müssen wir bis morgen warten. Es tut mir wirklich leid, aber ich brauche Zeit bis morgen, um nachzudenken. Es gibt keinen anderen Ort, an dem ich mich aufgehalten habe. Deswegen muss ich jetzt darüber nachdenken, was passiert sein könnte. Bitte gib nicht auf. Komm morgen zurück und wir werden sehen, ob es mir noch etwas eingefallen ist. Okay, kein Problem. Aber Tan, ich möchte nur sagen, wenn man Geld verliert und jemand findet das, je nachdem wie viel es ist, es ist ja auch tatsächlich so, dass derjenige vielleicht denkt, ah cool, ich habe Glück gehabt und habe ein bisschen Geld gefunden. Außer es ist jetzt halt wirklich extrem viel, dann gibt man das vielleicht eher bei der Polizei ab oder so, als Fundsache. Aber wenn ich jetzt 10 Euro finde oder so, naja, dann frage ich nicht, wen gehört das, weil ist halt so. Frau Holzbus, hallo. Wert, um darauf zu warten. Während ich die Farbe mache, solltest du zum Schmied Konrad reiten. Ich habe gehört, dass er seit langem an etwas für dich gearbeitet hat, was jetzt fertig ist. Da bin ich aber gespannt. Hufeisen gibt es. Alles klar. Das ist cool. Oh, Laila, mein liebes Kind. Ich bin so froh, dich zu sehen. Ich habe ein riesiges Problem in meinem Garten. Ich kann nicht mehr meine Limonade genießen, da mein Garten von Bienen besetzt wurde. Kannst du mir helfen, sie loszuwerden? Aber Bienen sind doch nette kleine Gesellen. Hast du Angst vor Bienen, Laila? Ich glaube, sie haben genauso viel Angst wie du. Ich möchte ihnen ja nicht wehtun, aber sie müssen irgendwo anders hin, damit ich im Garten wieder Ruhe habe. Ich habe eine super Idee, wie wir das Problem lösen können. Aber wir brauchen ein meine starken Arme dafür. Kannst du mir helfen, einen Bienenstock zu bauen? Einen Bienenstock zu bauen? Wieder Tippfehler hier. Das wird sie nicht nur aus meinem Garten locken, sondern mir auch noch Honig für meinen Tee verschaffen. Ich habe schon das Holz dafür besorgt. Vielleicht wärst du so nett, jetzt daraus das Bienenhaus zu bauen. Hier ist der Hammer. Klar, ich bin Profi-Bienenbauer. Ich weiß nicht, ob ihr es wusstet. Aber genau so ist es. Ich mache das nur ungefähr. Okay, Holz einsammeln. Oh, Entschuldigung. Nicht einsammeln, sondern direkt bebauen. Zack. Ohne Animation. Okay. So einfach geht's. Hier, ich habe auch gar nicht so viel Starcoins, ne? Muss sparen. Das war eine tolle Arbeit. Jetzt müssen wir nur noch hoffen, dass die Bienen einziehen wollen. Ich nehme an, dass wir einen Tag warten müssen. Ich werde ein wenig Zucker hineinstreuen, damit sie neugierig werden und hoffentlich einziehen. Liebe Laila, es hat funktioniert. Sie summen jetzt da drüben und mein Garten selbst hat Ruhe. Ich habe allerdings Angst, dass sie zurück in ihr altes Haus ziehen wollen. Deswegen wäre es wohl das Beste, es zu zerstören. Könntest du, die ja auf einem Pferd sitzt, nicht nachschauen, ob auch wirklich keine Bienen mit drin ist? Es wäre so traurig. Okay, schauen wir mal, ob der Bienenstock leer ist auf dem Pferd, denn sonst sind wir zu klein. Oh, falsch geklickt. Okay, mal gucken. Gehen wir mal auf die Veranda. Denn ganz normal, dass Pferde auf die Veranda gehen. Inspizieren! Oh, Anforderungen erfüllt. Und sind noch Bienen da? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ist doch viel schöner auch so ein Häuschen. Die Luft ist rein, das ist gut. Ich muss runter in den Keller gehen, um meinen alten Baseballschläger zu holen. Oh Gott. Ich war eine wahre Königin in diesem Spiel, als ich jung war. Niemand konnte mich schlagen. Guck mal, du findest das jetzt vielleicht altmodisch, aber als ich jung war, war dieser Baseballschläger erste Sahne. Heutzutage ist ja alles aus Plastik oder Aluminium gemacht. Scherz beiseite, sollten wir jetzt den alten Bienenstock abnehmen, bevor jemand einzieht? Ja, machen wir das. Eine gute Idee, weil ich weiß nicht, wie Wespen das machen, ob die auch Bienenstöcke nehmen. Da habe ich echt nicht so die Ahnung. Ups, falsche Taste. So, zack. Einmal ab damit. Sehr schön. So, hallo.
Wir haben es geschafft. Wow, du hast aber starke Arme, Layla. Vielleicht solltest du Baseball spielen. Ich bin mir sicher, dass die Bienen tollen Honig für mich produzieren werden. Und wenn er fertig ist, dann musst du wohl vorbeikommen, um ihn zu probieren. Bis dahin bekommst du diesen tollen Pullover. Einen tollen Pullover für einen tollen Freund. Dankeschön. Vielen Dank. Ich gehe nochmal kurz zu Konrad. Denn, wie gesagt, Konrad ist schon wichtig, auf jeden Fall. Und ich glaube, ich bekomme jetzt meine ersten Hufeisen von ihnen. Das wäre so natürlich auch ziemlich cool. Denn Hufeisen, wissen wir alle, können wir immer gebrauchen. Umso mehr, umso besser. Also, wenn sie auch noch besser sind. So. Layla, du kommst genau im richtigen Moment. Ich bin endlich mit den Hufeisen fertig, die ich dir versprochen hatte. Sie sehen toll aus. Nimm sie und benutze sie mit deinem wunderbaren Pferd Far Cry. Oh, danke schön. So schnell geht das mit den Hufeisen. Was haben die denn für Werte? Plus 1. Ja, direkt mal angelegt hier. Und mein Inventar ist so voll. Ich muss es unbedingt dann mal leeren. Obwohl, ja, das mache ich. Das mache ich nicht im... Das mache ich nicht im Video, das ist ja viel zu langweilig, wenn ihr dann auch zugucken müsst. Aber mal noch eine kurze Übersicht, was wir noch machen müssen, das wäre vielleicht noch ganz cool. Beziehungsweise was in den nächsten Tagen dann so ansteht. So, warte mal. Ich muss immer noch mal gucken, es ist immer noch so unübersichtlich hier. Auftragslog, das habe ich gesucht. Das neue Interface, ich habe mich noch nicht so ganz daran gewöhnt. Okay, verfügbar. Ich habe halt mega viel. Hauptquest habe ich noch nicht. Denn ich glaube, ich muss erst Level 12 erreichen, wie gesagt. Und ein bisschen Vorquests machen. Die Vorquests zum... Für die Hauptquest quasi nehme ich natürlich dann auch alles zusammen auf, dass man weiß, wie man wohin kommt. Okay, Longieren. Longieren, genau. Longieren. Ja, ist... Starshine Ranch. Alles, was Starshine Ranch ist, müssen wir nicht unbedingt machen, obwohl da gibt es ja auch ein paar XP. Das könnte ich nebenbei dann mal so machen. Fear Grove, oh ja. Fear Grove ist natürlich auch sowas. Und tatsächlich müssen wir in Fear Grove auch ein bisschen was machen, um nach Golden Hills zu kommen. Denn das hängt ein bisschen zusammen, Fear Grove und Golden Hills. Okay, Mary und der Esel ist, glaube ich, nicht ganz so wichtig. Steve, auch nicht ganz so. Steves Farm. Vogelfutter, ich brauche mehr Wolle. Hollowoods, der Birdie, der ist auch nicht ganz so wichtig. Steve und Steves Farm. Ah ja, ich glaube hier die kleinen Nebenquests so mit Felix und so in Silverglade sind auch für einiges nicht unwichtig. Und ja, Fear Grove muss auch auf jeden Fall gequestet werden. Bauer auf den Zug warten. Kann man auch mal machen. Entkommene Haustiere ist nicht ganz so... Ja, doch, doch, doch. Ich glaube, mit dem Hauptmann Waterloo in Fort Pinter ist auch immer nicht zu spaßen. Gärten des Anwesens, das ist nicht ganz so wichtig, um weiterzukommen. Also, was uns in der nächsten Zeit, beziehungsweise die nächsten Videos, die kommen werden, werden dann wahrscheinlich erstmal in Fear Grove stattfinden. Denn da ist ein bisschen was Wichtiges, das ich auf jeden Fall vorher erledigt haben muss. Und dann können wir natürlich die XP auch gleich dafür benutzen. Wo ist es denn jetzt hier? Eben hatte ich das doch. Jetzt finde ich es gerade nicht mehr. Mensch. Immer wenn ich etwas suche, finde ich es nicht. Aber egal. Wir haben es eben gesehen. Von daher würde ich sagen, die nächste Folge findet in Fear Grove statt. Bin ich sehr gespannt. Wir wechseln immer so ein bisschen hin und her. Mal hier, mal da. Damit wir vorankommen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns das nächste Mal wieder. Also bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen.